Markus Küpper ist 50% schwerbehindert und seit 4 Jahren im Einsatz für die Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung. 40 Stunden die Woche. Am Monatsende bekommt er dafür mit Zulagen 230 Euro. Wir arbeiten hier im Rheinpark 8 Stunden und der ist damals zum schönsten Park Nordrhein-Westfalens gekrönt da wurde nicht ansatzweise mal gesagt, dass wir weniger wie ein Hartz-IV-Empfänger bekommen. Früher war der 49-jährige Bäcker und Konditor, hatte zuletzt in Duisburg-Marxloh gearbeitet. Irgendwann konnte er seinen Job nicht mehr ausüben, fand nichts Neues auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und so kam er über eine Bildungsmaßnahme zur Werkstatt und dann hier in den Rheinpark. Ich habe am Anfang 5 Euro bekommen. Dann, weil ich in so einer komischen Maßnahme drinne bin. Das heißt, so Schnupperkurse sind das. Man kann von Bereich zu Bereich gehen und dann wird das nach oben gestockt. Nach 3 Monaten habe ich, glaube ich, 30 Euro bekommen und dann hat sich das dann auch jeden Monat auf 50, 60 bis 80 Euro nach oben gehalten. Nicht viel für so einen Ganztagsjob. Aber das Gesetz gibt das vor. Werkstätten müssen jedem Mitarbeiter pro Monat mindestens einen Grundbetrag von 80 Euro zahlen. Alles andere liegt im Ermessen der einzelnen Werkstätten, sagt auch der Landschaftsverband Rheinland, der diese Werkstätten über Steuermittel finanziert. Die Duisburger Werkstatt zahlt im Vergleich zu anderen Werkstätten in NRW am wenigsten. Das ist auch dem aktuellen Geschäftsführer bekannt. Vor die Kamera wollte niemand. Schriftlich heißt es: Für die Vergütung unserer Mitarbeiter besteht im Vergleich zu anderen Werkstätten ein Handlungsbedarf, dem wir uns in den nächsten Monaten widmen wollen. Den sehen wir auch beim Container im Rheinpark. Markus Küpper erzählt uns von den unzumutbaren und nicht behindertengerechten Zuständen. In den Container sind über 15 Menschen. Die müssen da drinnen essen, die müssen sich da drinnen umziehen, die müssen da drinnen Pause machen. Und die Gruppenleiter haben da drinnen sogar noch ihr Büro. Und im Sommer sind da verheerende Verhältnisse. Ja, da ist es warm wie in der Sauna. Im Winter frieren wir uns den Arsch ab und wir müssen uns da drinnen aufhalten wie Ölsardinen in der Dose. Unsere Nachfrage hat womöglich Erfolg. Im Januar soll endlich ein beheizter Container aufgestellt werden. Für Markus Küpper leider zu spät. Er muss den Rheinpark verlassen und in die Elektrowerkstatt in den Duisburger Süden. Dort bekommt er 30 Euro weniger und hat einen längeren Fahrtweg.